Formal ist Robert Mugabe noch Präsident von Simbabwe. Seine Demission ist aber in vollem Gange. Jetzt hat er Fehler eingeräumt. Robert Mugabe räumt Fehler ein. Quelle: Tsvangirai Emukwazhi, AP/Deutsche Presseagentur. Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat in einer Rede an die Nation Probleme in dem verarmten Land eingeräumt, aber nicht wie erwartet seinen Rücktritt angekündigt. Er verstehe, dass die schlechte wirtschaftliche Lage und Kämpfe in der Regierungspartei ZANU-PF viele frustriert hätten, sagte der 93-Jährige im staatlichen Fernsehen ZBC. Mugabe, seit fast 4 Jahrzehnten an der Macht, steht nach einem Militärputsch unter Hausarrest. Die Regierungspartei wählte ihn als Vorsitzenden ab.